Herzlich willkommen und ganz herzlichen Dank an die Kieler Linux-Tage und an die Organisatoren für den Vortragsslot heute Morgen. Mein Name ist Kurt Martens. Ich habe mir ganz fest vorgenommen, in den nächsten gut 45 Minuten nicht unsere Produktnamen zu erwähnen. Habe ich nicht ganz geschafft, das weiß ich schon. Ich habe gerade die Folie nochmal durchgeschaut. Ich werde heute mit einem Vortrag beginnen, der so ein bisschen auf die Erfahrung, auf die Projekterfahrung und das, was sich am Markt tut, unsere Beobachtung, was Open Source Software, den Einsatz von Open Source Software, insbesondere im Bildungsbereich. Das heißt, ich werde hier heute nicht anfangen zu vermitteln, was kann man wirklich lernen, sondern was kann man im übertragenen Sinne lernen, wenn man hier bestimmte Technologien einsetzt und eben auch verwendet und dann eben speziell im Bildungsbereich. Deswegen einfach die Frage dieses Vortrags, so damit will ich anfangen und ich hoffe dann auch beenden mit der Frage oder eine Antwort zu dieser Frage, was kann man von Open Source lernen und so ein bisschen auf unsere Erfahrungen der letzten Monate und Jahre eingehen. Und ich glaube, jetzt komme ich auch schon direkt gleich zu der ersten Folie, wo ich dann nur ganz kurz zur Vorstellung komme, wieso ich eigentlich hier stehe und einen Vortrag zum Thema, ich habe den jetzt meine Slides habe ich Education genannt, wie ich überhaupt dazu komme, über diesen Bereich einen Vortrag zu halten, ein bisschen eine Vorstellung von meiner Person und dem Unternehmen, bei dem ich arbeite, wo wir uns damit beschäftigen. Möchte dann deutlich generischer auf den aktuellen Stand im Bildungsbereich eingehen, die Herausforderung, das, was wir gerade erleben, weil da gibt es schon immer einige Hypes, die auch immer wieder neujährlich sozusagen getrieben werden durch die Presse, durch bestimmte Anforderungen, die auch auf Schulen zukommen und möchte dann ein paar spezielle Dinge im Einzelnen beleuchten, was auf uns zukommt und dann ein paar Themen herausgreifen und auch immer wieder den Link machen, wo dort Open Source Technologien eine Rolle spielen und eingesetzt werden und ganz kurz dann am Ende nochmal Open Source im Bildungsbereich auch darauf eingehen, wo es überhaupt schon eine Verbreitung hat. So, ich komme ganz kurz zu unserem Unternehmen. Ich bin Mitarbeiter der Univention GmbH, leite dort den Vertrieb. Nicht seit 10 Jahren, aber seit 10 Jahren bin ich bei der Univention GmbH und habe seitdem etliche Projekte zur Migration und Integration von Infrastrukturen, IT-Infrastrukturen begleitet. Leiter Vertrieb nicht, weil vor 10 Jahren gab es einfach noch keinen Vertrieb. Da gab es auch nichts zu leiten. Das mache ich jetzt seit knapp 6 Jahren. Habe unter anderem oder betreue heute auch noch diverse Schulträger im gesamten deutschsprachigen Raum, die unsere Lösungen einsetzen und sich dementsprechend strategisch auch mit sehr vielen Themen auseinandergesetzt haben und eben auch erläutert und erklärt haben, warum sie sich für andere Technologien nicht entschieden haben und eben für Open-Source-Technologien. Da möchte ich dann halt auch während der einzelnen Bausteine darauf eingehen. Habe an der Produkteinführung Univention UCS at School, das ist die einzige Folie, wo ein Name oder unser Produkt jetzt vorkommt, an der Produkteinführung von UCS at School mitgewirkt, als wir gemerkt haben, dass es dort einen riesengroßen Bedarf gibt, ein standardisiertes Open-Source-Produkt für Schulen anbieten zu müssen. Genau, jetzt komme ich von mir sozusagen zu unserem oder zu meinem Arbeitgeber, führender Hersteller von Infrastrukturprodukten im deutschsprachigen Raum. Heute mittlerweile sehr recht verbreitet auch im europäischen Raum und erste Kunden in den USA und nächste Woche ein eigenes Büro in Boston. Das freut uns sehr. Genau, seit 2002 haben wir auch, das ist ein bisschen auch der Ursprung des Unternehmens, haben wir direkt mit einem relativ großen Projekt im Bildungsbereich angefangen, die Infrastruktur des Bundeslandes, der Stadtgemeinde Bremen. Und in dem Projekt haben wir sehr stark mitgearbeitet. Da ging es dann um eine Infrastruktur für 160 oder eine Infrastruktur für 160 Schulen aufzubauen. Genau, und seit 2009 gibt es eben diese Produktlösung für den edukativen Bereich und alles, was wir machen, steht unter dem Stern 100% Open Source Software. Wer sich dort für die Details, wir haben mehrere Wechsel gemacht von den unterschiedlichen Lizenzmodellen, sind über die GPL mittlerweile bei der AGPL V3 angekommen, war auch ein relativ großer Aufwand. Das ist jetzt derzeit unsere Lizenzpolicy, alles, was wir veröffentlichen, eben unter der Open Source Lizenz. Und das war es jetzt zum Unternehmen.
Ich komme jetzt mal ganz kurz, oder das unsere Bestandsaufnahme ist, wie heute eigentlich der Bildungsbereich aussieht. Wir erleben, dass IT in Schule angekommen ist. Also ganz, das glaube ich, ist nicht weg zu diskutieren. Da wird man auch zum Teil von den Schülern überholt. Aber ein ganz großer und gravierender Unterschied, egal wo man hinkommt, ob man, dass die Unterschiede sind nicht nur von Land zu Land oder von Bundesland zu Bundesland, sondern auch innerhalb einer Stadt extrem große Unterschiede, was die technische und die personelle Ausstattung betrifft. Das heißt, es gibt Schulen, die sind extremst gut ausgestattet, weil es dort ambitionierte Lehrer gibt, die ein Netzwerk pflegen, was eine sehr hohe Qualität hat und auch an die Anforderungen angepasst wird, was dann aber auch eben steht und fällt mit dem Lehrer oder einem beispielsweise einem Elternverein oder einer Informatik-AG oder ähnlichen. Und das führt dazu, dass dann ein ehemals extrem gutes Netzwerk irgendwann nicht mehr so gut ist, weil es einfach nicht weitergepflegt wird, weil es die Informatik-AG nicht mehr gibt oder weil es auch ambitionierte oder engagierte Schüler nicht mehr gibt an einer Schule. Das erleben wir nach wie vor heute immer noch an vielen Einzelschulen. Dann erleben wir, dass Schulen, und da kommen wir auch ein bisschen zu dem Themenbereich, ich weiß jetzt nicht, ob wir Lehrer heute jetzt hier haben, wir haben häufig eine Herausforderung, Verwaltungsnetz, edukatives Netz, eine sehr, sehr große Herausforderung. Da stellt man sich auch manchmal die Frage, der Lehrer muss sich anmelden können im Verwaltungsnetz, aber auch im edukativen Netz. Sind die Funktionen teilweise oder auch die Anforderungen, die jetzt der Anwender stellt, dass ich jetzt mal Datenschutz ausmacht, sind die wirklich so einfach zu trennen, dass man sagt, diese Funktion brauche ich dort oder dort? Wo muss man eine Stundenplansoftware haben? Eigentlich ist sie im edukativen Bereich auch sehr gut aufgestellt, weil Schüler darauf Zugriff haben müssen und so weiter. Typischen Probleme, die wir heute an Schulen sehen, im Schulalltag sehen. Das ist etwas, was uns 2002 eben auch diesem Schulprojekt gebracht hat, also vor 11 Jahren mittlerweile, dass Schulen in der Regel die IT selber verwalten. Es gibt immer noch sehr selten die Szenarien oder nicht so häufig die Szenarien, dass sich zentral der Schulträger um die Ausstattung der Schule kümmert. Obwohl der Schulträger eigentlich finanziell dafür verantwortlich ist, haben die Schulen in der Regel ein Budget, was sie für IT-Infrastruktur investieren können. Aber dann auch Kommentare, man schon ab und zu hört, wir machen alles bis zum LAN. Was dann die Schule macht, ist mir egal als Schulträger. Es kommt auch sehr häufig vor. Damit muss jede Schule die Probleme und eben auch neue Anforderungen, ich glaube, da gibt es ja heute auch noch einige Vorträge, was man sich so wünscht, die Themen Einbindung, Sicherheit von Netzen muss eigentlich jede Schule einzeln für sich immer wieder lösen. Ein ganz großes Problem, und da kann man sich eine Infrastruktur vorstellen, ich weiß nicht, Kiel würde ich über den Daumen tippen, 100, 120 Schulen vielleicht, Größenordnung, jetzt mal aus dem Bauch geschätzt, müsste eigentlich, wenn jede Schule sich selber um die IT-Infrastruktur kümmert, jedes Problem einzeln lösen. Das fängt an beim E-Mail-Konto für den Schüler bis hin zur Absicherung zu Proxy-Servern und Ähnlichem, um eben Schüler auch zu schützen. Genau. Über die letzten Jahre, ich habe jetzt da tauchen auch noch Produktnamen auf, gibt es eine ganze Reihe von technischen Lösungen, die das adressieren. PadML, LogoDidakt, MTS Reinhardt, OpenSchool-Server, es gibt noch den Arctur-Server, ist auch ein Debian-basierter Server, ein Linux-Server. Es gibt eine ganze Reihe von Lösungen, die sich über die letzten Jahre entwickelt haben, die man hier auch einsetzen kann, um eben solche Infrastrukturen an Schulen zur Verfügung zu stellen. Und ich habe das einfach mal aufgelistet, was eigentlich allen Schullösungen gemein ist. Benutzerverwaltung, Netzwerkmanagement, das bringen diese ganzen Schullösungen, Serverlösungen auch mit. Und das ist sozusagen der Status, den wir heute noch an einem ganzen Großteil der Schulen finden, dass man dort einen Schulserver hat, der dann möglichst alle Dienste zur Verfügung stellt, die man eigentlich haben möchte. Das sage ich jetzt mal ein bisschen bitterböse, im Zweifel von dem Benutzermanagement der User bis hin zur Homepage, die auf einem einzelnen Server läuft und zum OpenVPN oder zum VPN-Gateway, dass man da auch noch remote drauf zugreifen kann, wo man dann schon überlegen muss, will man das so wirklich haben, alles auf einem Server? Oder ist das nicht heute anders zu lösen oder etwas moderner zu lösen?
Genau, jetzt kommen wir mal ganz kurz zur Aufzählung. Das ist so der aktuelle Stand, was wir heute haben, was wir in Schulinfrastrukturen finden. Das sind eigentlich die Anforderungen oder die Herausforderungen, die wir ganz häufig erleben. Das wichtigste Argument oder was uns immer an uns herangetragen wird, ist immer der sichere und zuverlässige Betrieb. Weil die Schulsituation oder im Bildungsbereich, egal ob es 45 Minuten oder 90 Minuten, die Schuleinheit ist kurz. Man muss sich dort der Schule, dem Bildungsbereich hingeben. Der Lehrer hat natürlich eine andere Aufgabe, als das Netzwerk zu administrieren oder überhaupt erstmal die PCs zum Laufen zu bringen. Die müssen einfach funktionieren. Die Schüler müssen sich anmelden können. Die müssen auf ihre Ressourcen zugreifen können und Ähnliches. Und das mit möglichst wenig Initialaufwand, was die Einarbeitung betrifft oder ähnliche Dinge. Ich habe hier mal, das werden Sie gleich noch ein bisschen häufiger sehen, mich da an einer älteren Studie von 2011, einer von Gartner bedient, zum Thema Education oder Open Source Software im Bildungsbereich. Dort gibt es eine ganz große Herausforderung, die sehen wir auch immer wiederum, die Nutzungskompetenz von Lehrern und dass man es vermeiden sollte, Technologien einzuführen, die eben auch nicht beherrscht werden können. Man kann sich den schönsten Knopf auch rosa malen in einer Softwareentwicklung oder in einer IT-Infrastruktur, aber wenn er dann im Prinzip nicht genutzt wird, dann bringt diese Funktionalität auch an der Stelle nichts. Ein ganz großes Thema nach wie vor, da komme ich noch ein bisschen später dazu, gleich bei den aktuellen Strömungen, nenne ich das mal, oder den aktuellen Strategien oder Dingen oder Trends, die man so im Schulbereich sieht, spielt das aber auch immer noch eine große Rolle, die Softwareverteilung, die Image- und Clientpflege, also das heißt häufig in den Schulen XP, muss man einfach mal an der Stelle sagen, ganz groß Verbreitung noch nach wie vor XP, das heißt Windows-Arbeitsplätze zum großen Teil. Es gibt durchaus auch heterogene Landschaften, wo einige Schulträger, also das heißt auch Kunden von uns, die zentral anfangen, Ubuntu als zentrales Desktop-System auszurollen. Aber dennoch stehen da auch Fragen im Raum, wie mache ich denn das Management, wenn ich dort 1000 Clients habe an 6 Schulen? Ganz großes Thema, Lizenzmanagement, brauche ich glaube ich jetzt auch nicht weiter, also da den Teil möchte ich mir heute gerne hier ein bisschen schenken, aber ein ganz großes Thema Schutz geistigen Eigentums. Ganz einfache Fragen. Wir möchten gerne Infrastrukturen zentralisieren, mit Desktop-Virtualisierung arbeiten. Eine Schule hat Lizenzen, beispielsweise nur für einen Klassenraum. Jetzt macht man eine Desktop-Virtualisierung, der steht theoretisch auch in anderen Klassenräumen zur Verfügung. Darf ich das eigentlich? Darf ich überhaupt diese Software-Lizenzen nutzen von irgendeiner Mathe-Software oder Ähnliches? Da gibt es ganz andere Dinge, wie kann man damit umgehen im Schulumfeld. Große Herausforderung, könnte ich jetzt auch ein bisschen ändern, nicht nur Windows 7, sondern eben auch Windows 8 oder mobile Endgeräte. Wir finden immer mehr Einzug. Das wird gleich nochmal ein etwas größeres Thema sein. Wir haben Lernportale, das heißt, wie kann man eigentlich arbeiten oder zusammenarbeiten, ist ja besser gesagt die Frage, das heißt über Portale, die an die Schulinfrastruktur angedockt werden und wo sich Lehrer, Schüler treffen können, wo Daten ausgetauscht werden können oder Ähnliches. Das sind alles so Herausforderungen, die wird man nicht immer in jeder Schulinfrastruktur von heute auf morgen lesen oder lösen können, aber das tut viele um. Und was uns in dem Schulträgerumfeld sehr häufig oder sehr begegnet, ist dann eine ganz andere Anforderung, die nicht von einer einzelnen Schule kommt, dann manchmal auch von einer einzelnen Schule, was Statistik und Ähnliches betrifft, der Umgang mit E-Government-Verfahren, mit Schülerverwaltung und Ähnlichem, wie man dort auch andere Stakeholder, das heißt, die meine ich jetzt Schüler, Eltern, Lehrer, Schulträger sozusagen, einbinden kann, dass die Prozesse ein bisschen transparenter werden. Auch ein ganz großes Thema. So, die Dinge möchte ich jetzt mal so ein bisschen der Reihe nach während des Vortrags abarbeiten, was wir derzeit erleben, was auf uns zukommt. Ich habe da auch ein paar ganz aktuelle Themen einfließen lassen, die nicht immer zu jedem Schlagwort, Stichpunkt hundertprozentig passen, aber dann gehe ich da noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Wir haben einerseits Community-generated Content. Wir erleben immer häufiger eine heterogene Clientlandschaft. Tablet-PCs, also egal jetzt ob Android, iPad, mobile oder Smartphones, Windows-Clients, Linux-Desktops, Mac-Clients,
gibt es dann auch immer häufiger an den Schulen oder MEC-Klassen oder ähnliches. Das erleben wir sehr häufig. Wir haben eine heterogene Anwendungslandschaft. Da kommen wir auch so ein bisschen von den Portalen. Man verlagert Dinge ins Web. Es kommen immer unterschiedlichere Anwendungen zum Tragen in den Schulen. Das E-Government oder die E-Government-Verfahren und eben auch Cloud Computing, wenngleich ich das ein bisschen runterbrechen möchte. Ich glaube, der erste Vortrag ging zum Thema Sicherheit. Cloud Computing stellt sich aus unserer Sicht im Bildungsbereich zum Teil ganz anders dar, wenngleich die Technologie, die da zum Einsatz kommt, man das schon als Cloud Computing auch bezeichnen darf. So, ich komme jetzt mal zu den einzelnen Punkten. Und ich hoffe, da unterbrechen Sie mich auch gerne, was Sie da so erleben. Community-generated Content, dass immer mehr Inhalte im Internet zur Verfügung stehen und es im Prinzip keinen Unterschied macht, ob ich Lehrer oder Schüler bin, ich kann darauf zugreifen. Also ein paar Dinge, die werden Sie kennen, wenn Sie Lehrer sind, vielleicht auch forteachers.de, sind Portale. Immer mehr Universitäten stellen ihre Lehre online zur Verfügung. Da auch ein relativ großes Hype-Thema, was wir hier gerade erfahren, das MOOC, Massive Open Online Courses. Das heißt, wo die Kurse nachträglich online zur Verfügung gestellt werden und sich darum wiederum eine Community bildet, wo sich die Teilnehmer dann austauschen über Foren und Ähnliches. Das heißt, es entsteht Content, der gar nicht mehr so geprägt ist, top-down, der Lehrer weiß alles, legt ein Schulbuch auf den Tisch und das muss man lernen, sondern es gibt einen viel größeren Topf, woher einfach auch Informationen kommen. Dann, gerade kurz angesprochen, die Schüler haben denselben Zugriff oder die Zugriff auf dieselben Informationen. Und wir erleben auch häufiger, dass immer häufiger, dass Mechanismen, um den Schülerarbeitsplatz runterzudrehen oder möglichst schwach zu halten, dass der Lehrer-Schüler nicht so viele Funktionen hat, in einigen Schulumgebungen auch ein paar Referenzschulen, wo ich mal hospitiert habe, dass dort eigentlich Dinge wie etwas zu verbieten runtergefahren wird, sondern wo auch Aussagen kommen, wir wollen die Schüler nicht irgendwo hin trimmen, sondern wir möchten eher solche Dinge, Schlüsselqualifikationen wie finden und bearbeiten von Informationen und qualifizieren von Informationen sehr viel stärker treiben. Das heißt, wo man nicht den Zugriff auf den Bildschirm oder auf PCs verbietet, also mit solchen strengen oder technischen Möglichkeiten einen PC im Prinzip runterzudrosseln, sondern wo man einfach sagt, man baut es in U-Form auf, mir reicht diese soziale Kontrolle einfach aus und ich lasse die Schüler zum Teil machen. Das ist, was ich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren häufiger mal gehört habe, weil wir selber sowas auch mal vorangetrieben haben, solche Kontrolllösungen, die auch mit dabei sind, aber wo auch häufig Abstand davon genommen wird. Muss man sicherlich immer auf die Situation gucken und es gibt auch Situationen, wo man auch den Fokus dann gerne auf die Tafel oder auf das Board oder auf den Beamer haben möchte und dann auch mal gerne das Internet abschalten für Schüler. Das gibt es natürlich auch an der Stelle. Genau. Jetzt kommen wir der Übergang sozusagen zum nächsten Punkt, was wir da auch häufig erleben, dass dieser Community-Generated Content in der Regel Cloud webbasiert ist. Also der ganze Content, der da zur Verfügung gestellt wird, ist in der Regel unabhängig von einem Windows-Arbeitsplatz, von einem Mac-Arbeitsplatz oder ähnliches, sondern wir erleben da eine größere Plattformunabhängigkeit. Das heißt, die Schüler greifen eben oder möchten gerne sowohl von zu Hause mit dem Tablet wie auch mit einem PC auf Informationen zugreifen. Und da kommen wir gerade zu einem Punkt, der uns derzeit sehr stark umtut und wo wir sehr viel Energie auch investieren. Was ich jetzt gerade so ein bisschen angerissen habe, was sich in der kleinen Landschaft tut. Das heißt hier, ich verweise nochmal ganz kurz hier auf die Studie, dass hier der Bill Rust von Gartner sagt, dass Schüler, Studenten es nicht mehr länger akzeptieren werden, dass sie eine IT-Infrastruktur in der Schule finden, die sie zigfach mit ihrem Smartphone überholt haben oder wenn sie mit ihrem privaten Handy daneben stehen. Und sie möchten eine Infrastruktur oder mit den Werkzeugen arbeiten, die sie auch im ganz normalen Alltag benutzen.
Und das führt natürlich zunehmend dazu, dass sich Geräte nicht mehr im Besitz oder im Eigentum der Schule oder des Schulträgers befinden, sondern dass eben auch Schüler Geräte mit in die Schule bringen oder eben auch Smartphones und Tablets, eben solche mobilen Endgeräte. Die Grenze da verschwimmt auch sehr stark. Und ich hätte mich am liebsten hierher gestellt und hätte mal diesen Satz gesagt, die Zeit der Windows-Monokultur ist vorbei, weil der Linux-Desktop so einen durchschlagenden Erfolg hatte auf den Arbeitsplätzen. Derzeit merken wir eher, dass ein Linux-Desktop oder ein Arbeitsplatz dadurch an Bedeutung gewinnt, dass es eben so viele andere Endgeräte gibt. Das heißt, wir haben eine deutlich heterogenere Landschaft, dass es alles nur noch auf dem Windows-PC läuft, ist schon lange obsolet. Das merken wir auch im Unternehmensbereich, dass Hersteller von geschäftskritischen Anwendungen keine Windows XP-Applikation mehr zur Verfügung stellen, sondern eine webbasierte Applikation. Das heißt, dort fällt dieser Bereich dann auch weg, wenngleich, und das möchte ich auch sagen, die Standort-PCs in den Schulen wird man nie komplett, also die wird es immer geben, aber der Anteil wird eben geringer daran. Man hat immer noch Prüfungssituationen, wo die Schule eben auch die Kontrolle über die PCs haben will und wo man bestimmte Situationen schaffen will, wo man dann eben auch weiterhin Standort- oder lokale PCs benutzen möchte. Genau, unterschiedliche Betriebssysteme. Ich habe jetzt einfach mal Windows, Android, iOS, name it. Wer weiß, was da noch kommt. Da gibt es noch eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Ubuntu natürlich eben auch auf dem Desktop oder vielleicht auch das Phone. Wer weiß, was es da noch alles oder was die Schüler auch mitbringen. Und das ist ein ganz großer Brocken, den wir erleben, dass zunehmend die Schulträger weniger in Hardware investieren und zunehmend mehr in Infrastruktur und in das Management. Das heißt, wie manage ich eigentlich eine IT-Infrastruktur? Und das erleben wir sehr stark. Das ist eben nicht mehr die ganz klassischen Investitionen in PC-Hardware gibt. Und das ist jetzt mal so ein Thema, das hat auch ein Kunde aufgeworfen, der nicht mehr möchte, er möchte eigentlich Abstand nehmen von der Softwareverteilung. Das heißt, ich muss überall auf allen PCs die Software installieren, sondern er möchte für einen Schulverbund von 10, 100, 200 Schulen eher einen Campus App Store zur Verfügung stellen, wo man bestimmte Applikationen dem Schüler mitgibt, die er dann eben auch unterschiedlichen Geräten benutzen kann. Auch sicherlich noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber es gibt da schon so einige Trends, die man da auch sieht. Ich glaube, wenn man jetzt über die heterogene Clientlandschaft spricht, dann eben auch das. Klassische Windows-Anwendung, was ich gerade eingangs ansprach, also das wird man auch nie. Man hat einfach in bestimmten pädagogischen Bereichen Insellösungen, wofür es einfach nur Applikationen gibt, wo es auch notwendig ist, dass sie vor Ort laufen. Oder Grafikprogramme oder ähnliches, was wir auch an anderen Schulen oder an berufsbildenden Schulen dann häufiger sehen, technische Programme und solche Dinge. Da kommen wir wieder auch zum Einsatz von Web 2.0-Technologien oder eben auch, dass YouTube-Blogs, Podcasts oder Wikipedia oder auch Google Apps eine Rolle spielen können. Das erleben wir zunehmend und da kann man natürlich noch so viel auch schreien, auch als Schulträger oder es gibt ja, ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht auch im Bildungsbereich so einige News-Ticker verfolgt, dass beispielsweise Facebook verboten wird oder Dropbox verboten wird, weil dort Schülerdaten getauscht werden und ähnliches. Das bringt ja auch alles nichts, darüber zu diskutieren, wenn die Option weiterhin da ist und wenn man keine Alternative anbietet. Ein ganz großer Punkt, also durch das reine Verbot wird man es nicht hinbekommen, aber eben auch mal zu schauen, was für Alternativen kann man denn aufbauen. Und da kommen wir dann auch gleich zu dem Thema Open Source dann auch direkt. So, das ist mein Lieblingssatz, Brückentechnologie, der war mal ein bisschen gängiger. Der klassische Desktop als Brückentechnologie, der teilweise eben jetzt auch virtualisiert wird, um immer noch so eine Desktop-Arbeitsumgebung zur Verfügung zu stellen. Aber dass es zunehmend wichtiger wird, was darf ein Benutzer eigentlich? Und wichtiger ist die Administration dass die Administration von Benutzern und Gruppen wichtiger ist als die Administration von Rechnern. Also wer darf in einer IT-Infrastruktur eigentlich etwas? Was darf ein Lehrer, was darf ein Administrator, was darf ein Schüler, auf welche Anwendung greift er zu und ähnliches. Das heißt, hier darüber zu steuern, will man es erlauben, dass er mit seinen Schülerdaten
sich beispielsweise an anderen Applikationen anmelden darf oder nicht. Das ist ein ganz großer Bereich, den wir da sehen. Da gehe ich jetzt mal eher so von der Schul-IT-Trägerseite an. Das sind so, da kommen so Dinge zum Tragen, dass eben der Schulträger an sich eine deutlich engere Verzahnung haben möchte mit E-Government-Verfahren. Das heißt, ich mache es mal einem ganz plastischen Beispiel. In einem Kundenszenario, eine wachsende Stadt oder in bestimmten Bereichen wächst die Stadt. Das heißt, die Politik fragt den Schulträger, das Schulamt, wann sind denn wo welche Schülerzahlen zu erwarten? Das ist, in dem Falle war das sogar auch ein sehr positives Beispiel, weil es eine sehr wachsende Stadt war. Die sind gerade, die haben den Bedarf derzeit gerade, einen Schulcontainer nach dem anderen aufzubauen, um zu sehen, wann erwarten wir denn an welcher Stelle welche Schülerzahlen und Ähnliches. Das haben wir sehr häufig. Dazu kommen auch, da sind wir jetzt auch wieder eher im Verwaltungsbereich, aber das ist ein großes Thema, was da eine Rolle spielt, Schulanmeldung, Versetzung und eben auch die Anbindung oder die Einbindung von Lehrern, von Eltern und Ähnlichem. Da gibt es ja eine ganze Menge von Anforderungen, die auch eben von Elternverbänden oder Elternbeiräten herangetragen werden, Transparenz zu schaffen, was passiert da eigentlich. Und jetzt, ich habe hier absichtlich auch das ganze Thema Sicherheit ein wenig ausgespart, Datenschutz und Ähnliches, will es aber auch an der Stelle natürlich sagen, spielt eine große Rolle und es gibt Möglichkeiten, das sicher zu machen. Man muss sich überlegen, worüber man das macht und wo natürlich auch bestimmte Daten stehen. Wenn ich über solche Technologien nachdenke und jetzt gleich zum letzten Bereich dort komme, zum Cloud Computing, dann gehen wir heute davon aus, dass diese Daten auch als Cloud Service Provider eher bei einem Schulträger, in einem Kreis, in einer Stadt liegen, denn in einem Rechenzentrum, wo man keinen Einfluss drauf hat, weil dort die Daten eh bekannt sind. Schulverwaltung und Ähnliches hat ja auch zentrale Daten. Das ist dort das eigentlich das, was wir dort derzeit auch im Rollout sehen, wo es sehr viele Umsetzungsszenarien gibt, wie es aufgebaut wird. Und da kommen wir dann auch zu solchen Punkten, dass man Schülerdaten austauschen kann. Was darf man überhaupt? Welche Daten darf man überhaupt speichern? Wie müssen sie aussehen und wie müssen die Technologien dahinter aussehen, dass man dort in der einen Welt nicht zu viel hat oder zu viele Daten in der anderen Welt, wenn ich jetzt wieder an die Trennung Verwaltungsnetz, edukatives Netz denke. Das sind so ein paar Beispiele, die wir da häufig erfahren. Jetzt der letzte Bereich in diesen Herausforderungen oder die an uns herangetragen werden und das auch sehr häufig auch getrieben ist eben von den Anforderungen. Heute ist es eigentlich nicht mehr so, heute, dass Dinge installiert werden oder Ähnliches. Heute wird eine App aktiviert oder Ähnliches. Also man erwartet hier einen Nutzen und man erwartet eben nicht mehr diese klassische Technikorientierung. Auf der Anwenderseite wohlgemerkt. Man möchte Investitions- und Personalkosten reduzieren. Das ist ein bisschen zwiespältiger Punkt, aber Personalkosten meint auch, was auch ein Thema ist im Schulbereich, dass die Arbeit ja trotzdem da ist. Das heißt, sie wird ja an den Schulen von ambitionierten Lehrern, von Elternvereinen und Ähnlichem gemacht. Das heißt, hier wird ja auch investiert und man kann hier, wenn man bestimmte Probleme nicht nur für jede einzelne Schule löst, sondern Schulen zusammenfasst, vielleicht auch eine deutlich höhere Qualität erlangen und beispielsweise auch pädagogischen Mitarbeitern, also den Lehrern, eben auch die Möglichkeit geben, sich auf das zu konzentrieren, was sie eigentlich machen wollen, nämlich den Unterricht und die IT dann letztlich auch nur als Werkzeug zu benutzen. Hohe Flexibilität, das sind so ein bisschen die Versprechen, professionellere IT, Standardisierung, verbesserte Sicherheit. Ich glaube, ich mache jetzt mal keine Cloud-Präsentation an der Stelle. Ich will jetzt nur noch mal ganz kurz die Klassifizierung hier ein paar Dinge bringen und dann das auch gleich aufs Schulumfeld übertragen. Software as a Service, Platform as a Service und Infrastructure as a Service. Hier haben wir klassische Rechenzentrumsprovider, hier eher die ganz großen. Dann haben wir eben die Platform as a Service, hier die Google App Engine oder Ähnliches. Das sind so die klassischen Anwender, die wir so kennen. Im Schulbereich
komme ich dann nochmal ein Stückchen weiter, will ich es mal einfach am Beispiel machen. Weil da spielen diese Provider, die wir da gesehen haben, aus unserer Sicht ist das kein gewünschtes Szenario, sondern sich zu überlegen, wie kann so etwas beispielsweise aufgebaut werden. Wir haben Infrastructure as a Service, der zentrale Betrieb von Schulservern, privater oder öffentlicher Cloud. Wir haben es häufig so, oder das ist so ein Szenario, kommunale Rechenzentren, Schulträger, Landkreise, Städte, dort stehen dann häufig diese zentralen Server. Desktop-Virtualisierung als Infrastrukturbereitstellung haben wir auch häufig. Wir haben dann weitere Infrastrukturkomponenten, die für die Schulen angeboten werden. Und dann wird es eigentlich schon etwas spannender, wenn man so eine Infrastruktur hat, was die Schulen erwarten, Platform as a Service. Das heißt, wir fangen hier an mit Lernportalen, das wäre für den pädagogischen Bereich, oder E-Government-Verfahren, die dann da zur Verfügung stehen und sind dann ganz unten beim Software as a Service, E-Mail, Lernsoftware, also alles das, wo dann auch der User auch mit arbeitet. So. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Erwartungshaltungen. Wir haben den Zugriff auf Anwendung und Inhalte. Das ist eine Erwartungshaltung. Das heißt nicht, dass die jederzeit erfüllt werden kann, aber eigentlich möchte ein Lehrer, ich mache mal so ein Beispiel, ein Lehrer kommt gerade aus dem Referendariat, kommt mit seinem iPad, geht in die Schule und sagt, warum funktioniert das denn jetzt hier nicht? Er möchte eigentlich mit seiner Kennung, die er hat, auf alles zugreifen können, was er vorher auch gewohnt war zu benutzen, um seinen Unterricht vorzubereiten und ähnliche Dinge. Das heißt, der Zugriff jederzeit von jedem Ort, also solange er ein Internet hat an der Stelle und eben auch von jedem Client, egal iPad oder ob er zu Hause an seinem stationären PC sitzt, er will darauf zugreifen. Dann die Integration von den E-Government-Prozessen und schulischer IT und auch ein ganz großer Punkt, eigentlich weniger Kontrolle und mehr Verantwortung. Ganz große Erwartungshaltung, die herangetragen wird, was aber auch nicht immer so einfach so mal eben zu machen. Aber, und da komme ich wieder ganz kurz zu dem Punkt zurück, was ich vorhin auch bei den Schülern genannt hatte, dass die IT in der im Bildungsbereich im Prinzip auch nur das widerspiegelt, was die Gesellschaft gerade auch umtut, was Technologien betrifft und ähnliches. Und daran muss man sich auch orientieren, weil daran wird die Bildung dann auch gemessen, auch solche Dinge auch einzusetzen. Wenn ich jetzt gerade an solche Trends wie das MOOC denke, das Massive Online, Open Online Courses beispielsweise. So, und ich komme jetzt hier zu meinen jetzt komme ich nochmal zu der Bestandsaufnahme, überhaupt was eigentlich Open Source bedeutet oder wie Open Source eigentlich sich im Bildungsbereich verankert hat. Ich habe die Grafik zum Auswendiglernen jetzt angeschworfen. Nein. Eigentlich ist es ein Beispiel. Das ist der Hype-Cycle, wer vielleicht schon mal diese klassischen Hype-Cycle von Gartner gesehen hat. Die tendenziell laufen die immer in demselben Weg ab. Es gibt einen Hype, also den Technology-Trigger. Es gibt dann irgendwann eine Spitze, dann gibt es eine Konsolidierungsphase und dann wird es Technologien geben, die sich durchsetzen. Und man sieht ja auch ganz gut, was die Jahreszahlen betrifft. Hier haben wir 5 bis 10 Jahre. Also das ist dieser klassische Hype-Cycle von Gartner. Ich habe das deswegen mir hier rausgesucht, weil zwei Dinge daran zu erwähnenswert sind. Das erste ist, Open-Source-Software spielt bei Gartner praktisch keine Rolle oder nicht so häufig zumindest wie ganz andere Technologien oder andere Themen. Aber im Bildungsbereich ist Open-Source eigentlich überall vertreten, weil in allen Bereichen werden hier Open-Source-Technologien genannt, die im Bildungsbereich Einzug haben. Und das möchte ich auch kurz an einem Beispiel wiedergeben. Es gibt hier natürlich sehr attraktive Modelle, auch für Schulen, wo man sich einen Server aufbaut oder auch Lizenzen sehr günstig bekommen kann, nenne ich das mal, auch aus dem proprietären Umfeld, wo man aber auch sehr eingeschränkt ist auf einem sehr unternehmensbezogenen Lösungsstack. Und im Open-Source-Umfeld haben wir auch dadurch, dass es so viele unterschiedliche Personen gibt, Personengruppen auch, weil zur Bildung gehört ja auch Universität, Forschung, Lehre natürlich, dann eben Eltern, die Politik, auch ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, die Verwaltung.
die ganz unterschiedliche Interessen verfolgen. Und da spielt Open Source immer eine sehr große Rolle, sich nicht auf bestimmte Anbieter oder einzelne Anbieter festzulegen, sondern zu gucken, wie passen die Dinge zusammen. Und ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht weiter darüber zu diskutieren. Wir haben hier, die schon aus der Phase raus sind, Open Source E-Learning Applications. Ich glaube, es gibt wenig Applikationen, die nicht aus dem Open-Source-Umfeld kommen oder dort Technologien einsetzen im E-Learning-Bereich, die eingesetzt werden. Open-Source-Middleware-Suites, Social-Learning-Plattforms, die noch gerade durch den Hype durch sind, Bring-Your-Own-Device-Strategies und diese Dinge, da spielt auch überall Open-Source eine recht große Rolle. Und wenn ich das jetzt nochmal die Years of Mainstream Adoption, hier haben wir nochmal auch immer wieder Open Source Middleware, Open Source E-Learning Repertoires, das heißt, wie es eingesetzt wird, in welchem Zeitraum und wo wir gerade stehen, taucht auch die Open Source Technologie im Prinzip immer wieder auf. Und jetzt stellt sich ja die Frage, was lernen wir daraus, warum wird Open Source überhaupt eingesetzt? Und ich muss das mal jetzt, das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Wer von Ihnen aus dem Bildungsbereich kommt, denn da hat das dann, das hat schon eine gewisse Irritation ausgelöst. Relativ viele Mails dazu geschrieben. Die wurde von Apple vor einem Jahr in etwa herausgegeben. Das kann man nicht von Open Source lernen. Das konterkariert eigentlich genau den gesamten Gedanken, eine Modularität aufzubauen oder bestimmte Dinge. Das heißt, eine Horrorvorstellung, ein Anbieter, der nur noch die Schulbücher über den iTunes Store zur Verfügung stellt. Das heißt, das Ausgrenzen im Prinzip von anderen Plattformen und Ähnlichem. Aus Unternehmenssicht ist das nicht ganz so doof, muss man auch an der Stelle sagen. Aber da wurde schon recht viel darüber diskutiert, auch in sehr vielen Gesprächskreisen. Und das konterkariert eigentlich alles das, was wir in Unternehmen oder beim Schulträger auch sehen. Also den Link kann ich Ihnen sonst auch, oder kann ich hinterher gerne auch ein bisschen hinzufügen. Ein sehr attraktives Modell, aber eigentlich, und das merken wir auch und das finden wir ganz toll, dass es so bei ganz vielen unserer Kunden, bei Schulen, Städten und Schulträgern auch die Entscheidung gibt und sagt, so funktioniert das nicht und da müssen andere Technologien her. Und ich komme da mal ganz punktuell, was wir eigentlich hier für den Bildungsbereich da auch mitnehmen müssen und sollen. Es muss nicht immer nur Open Source Software sein. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt auch gute proprietäre Technologien und nicht jede Open Source Software ist per se gleich extremst gut. Aber was Open Source Software häufig auszeichnet, immer der Einsatz offener Standards. Eine gewisse Modularität, die wir immer haben. Das heißt, wenn ich heute etwas entscheide, was ich machen möchte, kann ich mir nicht meinen Entscheidungsspielraum in 2-3 Jahren damit kaputt machen, beispielsweise. Oder ich muss auch in der Lage sein, Komponenten, für die ich mich entschieden habe, die vielleicht nicht so gut funktionieren, ein E-Learning-Portal wird nicht benutzt oder ähnliches oder Technologien werden nicht benutzt, die Möglichkeit haben, diese Komponenten auszutauschen, ohne meine gesamte IT-Strategie neu zu denken. Wer von Ihnen sich mit proprietären Technologien auch ein wenig auskennt, da gibt es eine ganze Menge Beispiele, wenn ich das eine mache, kann ich das andere nicht mehr tun, die sich einfach ausgrenzen, wo man darauf festgenagelt ist, eine bestimmte Entscheidung wird, die ich in 3-4 Jahren treffen möchte, eigentlich heute vorweggenommen. Und dann habe ich mich mal ganz schnell noch an dem Hyperkinetiker Heinz von Förster bedient, an einem Zitat: Handeln steht so, dass sich die Anzahl deiner Wahlmöglichkeiten vergrößert oder größer wird. Das würde ich mir wünschen, das erlebe ich im Open Source Software Umfeld. Ich will damit jetzt auch nicht vom Zaun brechen, Open Source ist immer nur per se das Beste, aber aus unserer Sicht das bessere Entwicklungsmodell, um eben auch auf bestimmte Entwicklungen eingehen zu können. Und ich will es nicht sagen, aber wir verfolgen gerade die gesamte aktuelle Entwicklung. Da ist auch die Open Source Software nicht von oder muss nicht zwingenderweise verschont werden von der gesamten Entwicklung, die wir jetzt gerade sehen. Aber man hat zumindest die Chance, noch erkennen zu können, wo es hapert oder wo man nachbessern muss. Und damit komme ich an der Stelle auch schon zu meinem Ende. Ich habe es wirklich geschafft, nur ein oder zweimal unser Produkt zu erwähnen. Das,
Das ist für jemanden, der einen Vertrieb leitet, nicht ganz einfach. Dennoch sind wir auch heute den Tag noch hier. Wir werden noch einen Workshop machen nachher, auch ein paar Systeme installieren, sind herzlich eingeladen, auch, ich habe gehört, eine Treppe hoch in den anderen Raum, dritte Etage, Raum 300, herzlich eingeladen. Und dann will ich ein bisschen mehr in die Details gehen, was man so machen kann und wie auch bestimmte Komponenten aufeinander aufbauen können. Herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihre Zeit und für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.